Ja, herzlich willkommen und schönen guten Tag zusammen zum heutigen Webinar NFP Live Trading mit dem Stereo Trader. Natürlich auch heute wieder mit Dirk Hilger, Entwickler und Händler. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Ich freue mich wie immer auf den heutigen Termin, auf das Webinar heute, aber auch ja, Ihnen darauf aufmerksam machen zu können, dass wir im April ein Live-Trading-Event haben, beziehungsweise ein Live-Event in Köln. Natürlich mit Dirk, mit Thorsten Helbig, Oliver Schwab, Oliver Klemm, David Varney. Sehen Sie ja jetzt bereits auch schon auf Ihren Bildschirm. Das wird am 13. April sein. Und ja, ich hoffe, dass Sie da Interesse haben und gerne dabei sein möchten. Können Sie ganz viele Fragen sammeln und dem Dirk dann live stellen, da freut er sich. Und bevor ich den Bildschirm dann jetzt auch übergebe, einmal den Risikohinweis bitte zur Kenntnis nehmen. Dieses Event ist wie immer zu Schulungszwecken gedacht. Bitte treffen Sie Ihre eigenen Entscheidungen. Und dann können wir entsprechend jetzt auch weitermachen. Dirk, ich übertrage jetzt den Bildschirm. Sekunde. Ja, Ja, kein eine Problem. Sekunde. Kein Problem. Sag mir einfach, wenn du soweit bist. Den Link hier zur Seite mit den Informationen kopiere ich jetzt auch Genau, ich einmal bin soweit. kurz in den Chat und dann kann ich den Bildschirm auch übergeben. So, dann wünsche ich viel Spaß und viel Erfolg. Wenn irgendwas ist, ich bin im Hintergrund. So. Bin ich mal gespannt, ob man meinen Bildschirm sieht. Das wäre erstmal die erste Frage. Das ist der Fall. Okay, wunderbar. Ja, dann erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite hier zu den NFPs. Und ja, wie letzten Monat, immer am ersten Freitag, beziehungsweise diesmal ist es ja tatsächlich der zweite Freitag im Monat. Und ich sehe, es sind auch wieder zahlreich Anmeldungen da. Freut mich natürlich sehr. Und weil der Stressfaktor soll ja auch schön hoch sein bei so einer Geschichte. Wir haben heute zumindest mal die Situation, die jetzt mal ein bisschen anders ist als die ganze Zeit davor. Wir hatten ja wirklich in den letzten Monaten immer, dass vorher irgendwie schon alles gelaufen ist und zu den NFPs dann irgendwie nichts mehr passiert ist. Ich glaube, das ist heute ein bisschen anders, weil wir haben halt wirklich alles Mögliche im Seitwärts, in der Seitwärtsbewegung unterwegs, außer vielleicht den Euro, der stürzt hier gerade fleißig, den habe ich hier übrigens auch. Das sind auch die Werte, die ich beobachten werde, also einmal den Euro und den DAX und den DAU. Wobei den DAX halte ich für eigentlich momentan ein bisschen uninteressant, den zu handeln, beziehungsweise wollen mal sehen, halt, was da passiert. Ich gehe trotzdem mal drauf ein. Und Euro habe ich auch schon eine Position gerade eben aufgemacht, jetzt auch gerade schon, während der Nelson jetzt hier geredet hat, auch gerade schon zum Teil geschlossen, kann ich auch mal kurz zeigen. Und zwar. Hier sind zwei Teilverkäufe bzw. Teilrückkäufe sind hier raus. Der Ansatz ist einfach der. Wir hatten hier heute Morgen von der Bewegung, zeige ich mal ganz kurz, ich mache es so ein bisschen größer. Hier im Euro auf einer Stunde sieht man es, glaube ich, ein bisschen besser oder 30 Minuten. Und so, da hatten wir hier eine Bewegung nach oben heute Morgen, ist nicht rausgekommen. Hier aus der Abwärtsbewegung, nachdem das gestern ja wirklich massiv runtergegangen ist. Das war so der erste Versuch. Und infolgedessen gehe ich davon aus, dass der erstmal noch ein Stück weiter fällt. Jetzt muss man mal gucken, wohin. Kann man jetzt einfach mal ganz klassisch rangehen und dann hier einfach mal die Fibos zeichnen von der letzten Bewegung, von der letzten Aufwärtsbewegung hier. Und ob das dann reicht, das steht dann natürlich auf dem anderen Blatt. Aber da wäre so das Mindestziel halt eigentlich hier unten. Da kann ich auch mal eine Linie hinzeichnen, dass man das gleich mal beobachten kann, falls er dorthin kommen sollte. Und das hat einfach nur hier wegen dem versuchten Ausbruch an der Stelle. Sieht man hier schön vom neues Tief gemacht und dann hoch, nicht über den Peak hier hinweg. Und dann entsprechend geht es halt erstmal weiter runter. So, den habe ich auch vorhin erst am Tief eingekauft. Das kann man in so einem Fall, finde ich, schon machen, weil es ja einfach nur eine Fortsetzung von der Bewegung ist. Wie weit jetzt reicht, müssen wir halt mal sehen. Also ich hätte halt am liebsten, um das auch mal zu zeigen, wo ich halt idealerweise hin will. Und das ist hier unten. Das wäre dann auch, das sehe ich jetzt auch erst, die exakt die 261 von der letzten Aufwärtsbewegung.
Insofern würde das sogar passen, habe ich vorher gar nicht gesehen, weil ich habe das ja gerade erst mit den Fibus jetzt gemacht. Grund ist auch, wir haben hier auch eine Korrekturwelle, bevor es dann halt hier aufwärts ging. Und das ist halt so über der Stunde die letzte Aufwärtsbewegung hier, was heißt die letzte, ja, also die hier eine doch ziemlich dominante Aufwärtsbewegung in Gang gesetzt hat, das ist die letzte Stunde. Die matcht auch genau hier mit der 261 und die Übertreibung davon wäre hier unten ein Pivot. So, kann natürlich alles ganz anders kommen, kann jetzt einfach nach oben abhauen oder mich hier einfach ausstoppen und dann runterrauschen, kann auch sein. Deswegen habe ich auch hier einen Teil jetzt schon rausgetan, einfach um dem Risiko halt an der Stelle zu entgehen, dass ich da halt jetzt noch mit einem Verlust rausgehe, weil das kann eigentlich nicht mehr passieren. Es sei denn, wir haben jetzt halt hier gleich einen riesen Gap nach oben, was ich aber erstmal nicht glaube. Das wäre zumindest sehr, sehr ungewöhnlich. Ich gucke mir auch meistens irgendwie den Tagesschart an, aber der sagt mir momentan überhaupt nichts hier im Euro, um ehrlich zu sein. Ja, man sieht halt nur, ja, da oben, es fährt einfach halt seitwärts, jetzt mittlerweile schon seit einigen Wochen. Und seitwärts ist ja natürlich schon meistens irgendwo der Anfang von einer Trendumkehr. Aber ob das dann so ist, werden wir mal sehen. Aber jetzt hier irgendwie kurzfristig was abzuleiten, gelingt mir ehrlich gesagt an der Stelle nicht. Also müsste ich, glaube ich, würfeln, um da was Größeres vorauszusagen. Ich schätze halt, ehrlich gesagt, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, das geht einmal runter, einmal rauf und dann sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Also so würde ich das mal grob einschätzen, dass da jetzt irgendwas richtig nachhaltig in irgendeine Richtung kommt. Wir werden sehen, aber ich glaube es erstmal nicht. So, das ist der Euro. Und auch jetzt hier mal rein markttechnisch, mal abgesehen hier davon, dass halt Pivotpunkt und so weiter gerne gehandelt wird. Bei News sieht man halt immer wieder, ist es halt eben auch so, ja, dass es wäre halt hier auch rein von der Markttechnik hier, hier ist ein Korrekturpunkt, ganz klar an der Stelle. Und das wäre so das Ausloten des letzten Korrekturpunkts in der Aufwärtsbewegung, ja. Und wenn es halt wirklich darum geht, hier zu pokern und möglichst billig reinzukommen, für die Marktteilnehmer, die hier unterwegs sind, und dann wird halt eben gerne ausgereizt oder gerne auch mal übertrieben. Und dann wäre das natürlich halt entsprechend schon passend. Aber wie gesagt, kann auch sein, dass jetzt hier einfach dreht oder auch schon eine Etage höher. Wir werden es gleich wissen. So, das ist der Euro. Dann den DAU. Den, wo haben wir den? Hier oben. Da gehe ich mal kurz auf eine Stunde mal zuerst. Ich muss jetzt hier nur ein bisschen mit meinem Platz wieder haushalten, hier mit dem einen Bildschirm. Ziehe das mal eben hier rüber. So, da ist alles rot. Diejenigen hier, die auch in der Gruppe sind, beziehungsweise meine morgendlichen Blogs lesen, die wissen wieso. Hier oben ist einfach ein Cluster und da hatte ich halt gestern schon geschrieben, da läuft der nicht einfach durch, ja. Und das sind dann einfach Widerstände, die haben sich gebildet jetzt im Laufe der letzten Wochen, Tage halt eben auch. Und da geht der nicht einfach durch. Und das ist auch nicht gelungen, wie man sieht. Und das heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem machen kann. Ja, also gerade jetzt News wäre natürlich jetzt schon so ein Kandidat, wo es passieren könnte, dass da halt einfach genug Motivation und beziehungsweise genug Momentum von Käufern in den Markt kommt, dass es an der Stelle dann halt gelingt. Kann sein, ja. Aber jetzt hier eine Position aufmachen, mitten im Cluster, also halte ich für eine ganz schlechte Idee, ehrlich gesagt. Also kann sein, dass er einfach runterfällt hier nochmal auf die 730, was halt hier gestern ein schöner Support war. Oder es kann sein, natürlich, dass er oben durchgeht. Also ich würde da eher abwarten, was passiert und dann eher im zweiten Schritt rangehen. Wenn er oben hingeht, dann wäre eigentlich eher die 25.100, wäre für mich ein Short-Kandidat. Und ob hier unten was Long dabei ist, höchstens die 24.680. Aber das muss man dann halt gleich mal sehen. Aber jetzt und hier an der Stelle Position halte ich für nicht gut. Deswegen habe ich es noch nicht gemacht. Im Euro war mir das ein bisschen plausibler, weil dass der hier ein neues Tief irgendwo machen würde, das lag schon so ein bisschen auf der Hand. Aber was der DAU hier will, ich weiß es nicht. Ich handle den ja in letzter Zeit sehr oft, wesentlich mehr als den DAX. Aber das hier ist halt möglicherweise einfach nur ein Auf und Nieder. Und ohne dass da jetzt irgendwas großartig nachhaltig dann halt passiert. Kann auch genauso gut sein, dass dann halt eben nachher entsprechend erst zur Kassaeröffnung um 15:30 dann da halt ein bisschen mehr passiert und jetzt hier einfach nur im Cluster das Ganze weiter hin und her läuft. Im DAX zeige ich den auch noch. Den habe ich hier auf einer Stunde. Da hatte ich gestern schon geschrieben bei
bei 12.344 sollte erstmal Schluss sein. Das hat er ein bisschen übertrieben, hat aber dann gestern hier auf um 22 Uhr auch tatsächlich ziemlich punktgenau bei 12.344 geschlossen. Der Grund ist einfach hier im Daily erklärbar, dass es halt hier einfach letzten Endes oder fast im Daily erklärbar. Man sieht auch hier oben zumindest der Fehlausbruch, der ist erklärbar, weil das war nichts anderes als hier von der letzten Abwärtsbewegung hier die Eröffnung. Und da läuft er nicht einfach in einem Schritt drüber. Und die Marke letzten Endes kommt aber dann aus dem Stundenchart. Und von daher ist das plausibel, was der jetzt vorhat hier im Daily. Der will natürlich nach oben raus, keine Frage. Ob das gelingt und von wo aus, das ist die andere Frage. Was ich halt heute Morgen geschrieben habe, wäre halt die 12.234 da erstmal runter. Und ab dort können das dann halt versuchen. Das wäre auch knapp unter der Eröffnung. Das heißt also, wenn man das Ganze mal ein bisschen als Poker-Game betrachtet, wäre das dann auch plausibel, ja, so billig wie möglich, weil das will ja logischerweise von den Institutionellen, das sind ja nun mal die, die den Markt bewegen, da will ja auch keiner zu teuer einkaufen. Deswegen wäre das halt schon plausibel, dass halt hier zumindest mal ein bisschen Bewegung aufkommt, ein bisschen Volumen entsteht. Und vorher glaube ich da eher nicht dran. Und auch nicht hier am Ausbruchsniveau, das halte ich für zu einfach. Also hier die 12.267, für meine Begriffe zu einfach, dass jetzt hier einfach aufsetzt und dann da hochläuft. Da sollte es, so finde ich, halt schon eine Ecke drunter gehen oder er reizt es gar hier aus bis auf die 12.146. Also hier, wenn ich jetzt eine Position eingehen müsste, hier würde ich eher short gehen an der Stelle. Aber ob man das jetzt machen muss, gucken, vielleicht mache ich es dann auf die Schnelle, wenn jetzt gleich was passiert. Aber ansonsten erstmal nicht. Nelson, meine Uhr geht übrigens mittlerweile richtig. Habe ich schon gesehen. So ja. Das liegt aber daran, weil das ist hier, so, das muss ich dazu sagen, was ich hier habe, ist sozusagen die Alpha-Version, ja, von der StereoTrader-Version 2.0. Das heißt, die ist wirklich, die darf noch keiner benutzen, weil da ist extrem viel unter der Haube geändert. Also sollte da irgendwas jetzt technisch komplett daneben gehen, dann ist das so, ja. Das hat aber nichts mit der Version zu tun, die draußen ist, aber ich muss die natürlich ja auch live testen. Und gerade auch in solchen Umgebungen wie jetzt halt mit den News muss das halt sein, ja. Und ein Feature davon ist eben halt, dass die Uhr mit der Serverzeit jetzt synchronisiert ist. Also solange der Server halt online ist, wird auch hier die Serverzeit umgerechnet angezeigt. Das heißt, man sieht auch sofort, habe ich meine Symboleinstellungen richtig oder falsch, sieht man entsprechend einfach jetzt auch an der Uhrzeit und nicht nur am Chart. Also macht es ein bisschen einfacher und jetzt natürlich halt auch wesentlich genauer dann halt nochmal. Das ist aber nur eine von ganz vielen Sachen, die da geändert sind. So, jetzt haben wir tatsächlich noch 50 Sekunden, ist nicht mehr allzu viel. So, die hier absichern macht, glaube ich, weiß ich nicht, wenig Sinn. Die Euro-Position, ich bin hier oben DAX im 5-Minuten-Chart, war ein bisschen kleiner auch. Und da sieht man auch, es ist einfach nur in der letzten 5-Minuten-Kerze ist entsprechend halt hier, wie soll ich sagen, halt einfach nur hin und her gelaufen. Ja, habe da auch versucht, das Ganze zu skypen, ist mir nicht wirklich gelungen. An der Stelle muss ich halt auch dazu sagen, und beziehungsweise der erste ging gut und der letzte, alles danach war nicht mehr so wirklich klasse. So, 10 Sekunden. Genau. So, mal gucken, ob das jetzt hier direkt runter oder rauf geht. Ich sichere den jetzt trotzdem ab. Zweifelsfall bin ich dann halt eben raus. So, die Zahlen sind raus. Okay, der ist raus. Aber hier im Plus sieht man halt auch, ja. Deswegen vorher die Teilverkäufe. Sieht man übrigens auch in der neuen Version. Und die einzelnen Ergebnisse. Jetzt müssen wir mal gucken, vielleicht gehen wir den direkt wieder rein. Komm, was mache ich? Oh, was ist denn hier mit der Slippage los? Beziehungsweise hier mit dem Server an der Stelle. Das war jetzt nicht so nett. Das kann natürlich auch hier an der Latenz von meinem VPS gelegen haben, aber das hat natürlich jetzt ein bisschen sehr lange gedauert. Und der DAX haut nach oben ab, okay. Nicht schlecht. Hat er vielleicht doch einfach ein bisschen zu lange hier im Cluster gebraucht. So, jetzt habe ich den natürlich genau da, wo ich halt eigentlich raus wollte. Das ist jetzt leider Gottes hier dem Server geschuldet, weil ich wollte hier oben rein, da wo ich gedrückt habe und nicht hier unten an dem ersten roten Strich.
Naja, schauen wir mal. Vielleicht geht er unten durch. Wenn nicht, gibt es die Rechnung. So, Das wie wird man gesagt, wohl Target wäre probieren. möglich. Ja, so, Target wäre möglicherweise, wie gesagt, hier unten. Und das wäre zumindest plausibel, aber ich werde den wahrscheinlich jetzt rausnehmen, weil dafür bin ich zu schlecht hier reingekommen. Mal gucken. Mal gucken. So. Was der DAX da macht, ist eigentlich nicht gut für nachhaltig Long, weil es immer besser macht, erstmal halt irgendwie unten voll, beziehungsweise erstmal ein neues Tief und nicht einfach so hoch. Das geht meistens nicht gut aus. Also dafür hat er für meine Begriffe ein bisschen zu wenig Schwung genommen und das kann gut sein, dass halt einfach da weiter oben gleich nochmal halt irgendwie schon auf Schluss ist. Und dass der da halt einfach nicht weit kommt. Ich hatte ja sowieso, das sieht man hier gar nicht. Muss gleich mal gucken. Ja, das ist natürlich jetzt wirklich hier, ne, mit dem Euro. Das ist nicht nett an der Stelle, weil ich wäre hier locker im Plus mittlerweile. So, jetzt normalisiert sich der Spread zumindest mal. So, ich sichere den aber enger ab. So, mal gucken, ob wir das da unten voll kriegen. So, ich mache das anders. Nehme mal hier ein bisschen Risiko raus. Das war schade. Aber wie gesagt, man hat es ja leider gesehen. Ich habe ja an der richtigen Stelle gedrückt, aber bin halt eben viel zu tief ausgeführt worden. Das sollte nicht sein. Das sollte natürlich so nicht sein. So, hier oben an der 12.467, dort wäre jetzt so der Punkt, wo ich halt sagen würde, da sollte erstmal Schluss sein. Da sollte er aber auch hinkommen jetzt am Stück, ja. Und hier sieht man halt auch einfach rein markttechnisch, hier ist halt einfach nochmal ein Widerstand. Hier ist eine Welle. Und entsprechend reagiert es da jetzt natürlich halt auch. Und hier oben wäre halt auch ganz einfach mal hier auch die letzte Aufwärtsbewegung. Wir sind eigentlich ab da, wo es dann halt eben abwärts ging. Dort kommen die 12.467 jetzt her. Und das wäre halt entsprechend plausibel zumindest, dass er dort reagiert. Kann aber auch natürlich schon früher sein. Also alles in dem Bereich hier ist natürlich auch denkbar. Ja, wird sich nicht bewegen. Okay. So, alles in dem Bereich natürlich, weil hier haben wir halt auch von da bis da ist halt auch nochmal so eine Welle. Das heißt, hier könnte auch tatsächlich schon Schluss sein. Und da müssen wir gleich mal schauen. Also alles das sind natürlich entsprechend Kandidaten jetzt für eine Gegenwehr. Ob der wirklich nachhaltig long geht, ich glaube es noch nicht dran. Für mich ist das alles immer noch korrektiv seit der Abwärtsbewegung. Und viel mehr ist da halt für meine Begriffe auch noch nicht passiert. So, jetzt muss ich nur gucken, was ich mit dem Euro mache, wenn der nochmal runterkommen sollte. Ist natürlich hier hervorragend reingelaufen, da wo er hin sollte. Umso ärgerlicher jetzt an der Stelle. War ich genau hier der Dow, spannend die 113. Also hier runde Marken sieht man, ich handle die Dinge auch nie, weil das ist einfach nur viel zu, ich sag mal, psychobelastet, das Ganze. Ja, das ist so eine runde Zahl. Ich meine, man sieht ja, da läuft der einfach durch. Ja, und wer da shortet, das ist für meine Begriffe, ich weiß nicht. Ich hatte auch die 25.019 auch ins Feld geführt und da hatte ich auch schon gesagt, ist mir eigentlich viel zu nah an der 25.000 dran. Und weil ich handle am liebsten dort nicht in dem Bereich, sondern wenn dann eher eine Ecke höher. Und ob man da jetzt aber halt gnadenlos Short dagegen hält, müssen wir jetzt mal gucken. Hier auf einer Minute, wie sich das da gleich darstellt. Also hier oben wäre das. Und mal gucken, wie er damit umgeht. Da würde ich auf jeden Fall eine Reaktion abwarten, nicht sofort dagegen halten.
Und wenn es nur eine kleine Zuckung ist, aber irgendeine Reaktion brauche ich natürlich an der Stelle. So. Hier erstmal drei Kontakte. So. Und dann mal gucken. Also der Euro. Kann sein, dass es ab hier versucht. Da müssen wir gleich mal gucken, wo da das Maximum von der Aufwärtsbewegung jetzt wäre. Ich mal hier auf eine Stunde, weil der hier hat noch ein bisschen. Ach, das ist auch ein Pivot. Das sehe ich gerade. Insofern passt es natürlich. So. Gucken wir erstmal den hier. Weil er braucht bestimmt noch ein bisschen hier auch. Da oben haben wir die letzte Bewegung. Fehlausbruch an der Stelle. Und hier wäre halt der Beginn des Ganzen so ein bisschen drüber. Wären wir hier halt auch an dem Support, den er noch vorher gehabt hat. Mal gucken, ob da an der Stelle, aber bis dahin schafft es natürlich schon ein ordentliches Stück. Dazwischen, wer hat hier einfach nur vom Vortag die 38, matcht mit dem Pivot. Wäre natürlich auch ein Punkt, den könnte man auch direkt versuchen. Also ohne da halt jetzt Gegenbewegung abzuwarten. So, die lasse ich mal da liegen. So, eine Dauer hat schon ein bisschen früher mal kurz gedreht. Mal gucken, ob das was bringt. Und hier im DAX dann halt eben auch, wobei der DAX übertreibt halt immer ganz gerne. Und von daher auch unbedingt abwarten. Jetzt haben wir hier auch die erste Reaktion. Ganz oft ist es eben so, das ist halt absolut typisch. Und ich gehe mal hier ein bisschen runter. Ist dann halt auch oft eben typisch, dass dann halt hier direkt viele Short draufspringen. Und dann gibt es aber erstmal noch ein neues Hoch und das kann man dann als Stop-Phishing bezeichnen oder wie auch immer. Aber nach so einer Kerze kommt ja eigentlich nicht, gut, bei den News herrschen immer so ein bisschen andere Gesetze, aber nach so einer Kerze kommt ja nicht einfach normalerweise nochmal komplett runter, sondern das wird meistens nochmal ausgelotet, gibt dann nochmal ein neues Hoch und dann konsolidiert es ein bisschen. Und sollte die Be Aufwärtsbewegung da zu Ende sein, wird es dann halt auch nicht von jetzt auf gleich fallen, sondern halt eher dann in mehreren Etappen. Das ist ja meistens so. Ganz, ganz selten sieht man wirklich Kerzen, die oder auch wie hier im Dow das Gleiche. Ja, so da oben, oh, Shooting Star, eine Minute, Short, Short, Short. Meistens nicht. Da geht es meistens nochmal eine Ecke drüber. Also ist jetzt auch ohnehin nur eine Minute. Hier sind wir jetzt auf 5 Minuten. Also da ist schon noch Luft. Und die 15-Minuten-Kerze. Die läuft ja auch gerade noch und ich denke, versuchen wir Impulse halt auch zu nutzen. Das heißt, größter Impuls immer Stunde, also mit Abschluss der Stundenkerze beziehungsweise Beginn der nächsten Stundenkerze oder eben 30 Minuten. Wobei die beiden nehmen sich oft nicht viel, 30 Minuten und eine Stunde. Und deswegen sind das immer so die Intervalle, in denen ich auch gerne dann rechne. So, jetzt habe ich natürlich hier den Euro verpasst an der Stelle. Ich habe gerade vorhin gesagt, wenn der nochmal runterkommt, schnappe ich mir den nochmal. Das kommt immer davon beim Webinar. Da ist man halt immer so viel mit Reden beschäftigt. Und da übersieht man halt auch was, weil ich wäre dann schon gerne hier, wo ich ausgestoppt worden bin, auch nochmal reingegangen. Und jetzt nicht unbedingt an einer anderen Stelle. So, jetzt mal gucken. Also machen wir den noch einmal. Weil die ist halt schon ein bisschen, die hätte, wäre schon besser gewesen, hätte hier drunter geschlossen, aber schauen wir mal, ob das gelingt. So, erstmal passt das bis hierher zumindest. Jetzt müssen wir natürlich hier durch. Und dann hätte ich da unten entsprechend den Bereich halt im Auge. Und darunter liegt ja eben auch der Pivotpunkt. So. Gucken, ob das jetzt funktioniert. Wir haben hier noch 5 Minuten bis zur fertigen 15-Minuten-Kerze, die muss dann natürlich entsprechend rot werden oder wie hier in meinem Falle
schwarz, damit das gelingt. Ich habe jetzt hier auch die Position nicht so groß wie vorhin. Versuche die aber, wenn er das macht, auszubauen. So, wie gesagt, lieber wäre ich hier reingekommen vorhin, direkt mit der Abwärtsbewegung eigentlich, damit ich da keine Differenz habe, einfach zwischen dem Ausdauer und dem, was dann halt jetzt bei rauskommt, weil dann würde die Idee ja letzten Endes auch nicht stimmen. Aber ich halte die Idee nach wie vor für richtig und gucken, was mir jetzt damit umgeht. So, neues Hoch brauche ich ja keins hier oben in den 5 Minuten, hat zwar noch 4 Minuten Zeit. So, ist natürlich jetzt hier ein bisschen beengt vom Platz, ich mache das noch ein bisschen größer. So, einmal, wie gesagt, da unten hin würde ich gerne, sichere das sofort ab. Und jetzt würde ich dann versuchen, hat noch 3 Minuten, ja, also in dem Impuls, wenn er runtergeht, auch zu pyramidisieren. Das heißt also hier knapp vorm Tief. Aber es ist eigentlich zeitlich nicht gut. Also es kann sein, dass der jetzt reagiert. Dann muss ich den sofort wieder rausnehmen. So, geht durch oder geht nicht durch? Dauert zu lang. Okay, so, hier ein Pip. Gut, ich glaube, das kann man verschmerzen. Brauchen jetzt natürlich hier ein neues Tief, ganz klar. Sonst ist die Idee hinfällig. So, wenn er jetzt aber hier wieder hochkommt, nehme ich den vorher raus, ich lasse mich hier nicht ausstoppen, sondern dann gucke ich lieber, dass ich den weiter oben nochmal bekomme. Wie gesagt, das ist halt das Timing, ja. Also, weil es ist halt einfach, wir sind mitten in der 5-Minuten-Kerze, mitten oder fast vor Ende von der 15 Minuten, so die letzte Minute, die ist dann schon ein bisschen verlässlicher als jetzt irgendwie so mittendrin. So, jetzt läuft hier gleich die, machen wir nochmal das Ganze. Einfach an der gleichen Stelle nochmal rein, die Pyramide. So, hier halt auch, ja, wenn der hochkommt, raus erstmal. Ich bin ja dann hier auf Null an der Stelle, bin ja nicht im Minus, auch jetzt trotz der Pyramide. Aber nochmal gebe ich die jetzt, nehme ich die jetzt nicht raus, weil wir kommen jetzt doch zum Abschluss hier von der 15-Minuten-Kerze. Ich würde auch versuchen, hier unten noch eine, falls es macht, reinzugeben. Aber ohne neues Tief geht's halt nicht. Ganz klar. So, ganz knapp die Kiste hier. Noch 45 Sekunden. In irgendeine Richtung wird er sich verabschieden. Also hier ist Brett noch einkalkulieren. Muss nicht hier im Ask ausgestoppt werden. Und gucken, ob er das macht. Wenn es zu lange dauert, raus. Nein, kam schon. Noch 10 Sekunden. Also wird man wahrscheinlich jetzt auch sehen, ist natürlich der 15-Minuten-Impuls natürlich nicht ganz so hoch. Das ist klar. So entweder direkt mit Abschluss oder mit dem Anfang von der neuen Kerze muss er es jetzt machen, sonst hat es keinen Sinn. Ansonsten gehe ich nachher auf die Stunde. Okay. So, ein kleiner Gewinner hier an der Stelle. Lass trotzdem mal noch eine kleine hier unten liegen. Ja, war jetzt vielleicht ein bisschen knapp, weil ich bin hier wirklich, ich hoffe, man kann das erkennen. So, ne, das war ja hier genau einfach nur an der Öffnung von der letzten Minute. Und versuchen wir hier jetzt nochmal was zu reißen. Sichert ihn aber auch wieder direkt ab. Und das kann man schon machen am Tiefshorten. Also vor allen Dingen halt, wenn man hier im Impuls eben drin ist. Also das geht schon oft gut, auch wenn der jetzt vielleicht vom Timing natürlich jetzt nicht so klasse war. Aber allgemein
wenn man nachher dann halt sehen, mit Abschluss der Stunde spätestens sollte dann auch ein Impuls kommen in die Richtung. Und vor allen Dingen sind wir hier einfach im Trend ja auch, ja. Und infolgedessen ist das alles nicht so schlimm. Und ein Euro ist kein Index. Das heißt, ich sage halt immer, kein Mensch hat Währungen in Aktien, Aktien in Währungen. So doof das klingt, aber es ist halt so. Im Endeffekt ist es ja halt, betrifft es ja kein persönliches Portfolio, es betrifft keine Altersvorsorge oder sonst irgendwas. Und von daher, beim Index ist das ein bisschen schwieriger, also am Low zu shorten, definitiv. Weil da halt, ich meine, Aktien sind halt zum Steigen da, ja. Und zum Euro ist es halt vom Prinzip her egal, ob der fällt oder steigt. Das ist zwar natürlich politisch bewegt, das ist klar. Aber letzten Endes hängt da wenig oder weniger Psychologie dahinter, wie jetzt hinter Aktien, ganz klar. So, der war ein bisschen früh, den müssen wir gleich wahrscheinlich nochmal machen, wenn der jetzt hier rausgehen sollte. Nicht? Ja, okay. Hätte auch nichts mehr genutzt, oder? Doch, hätte noch was genutzt. Verdammt. So, nochmal. Na, ich wollte halt eben, ich war nur gerade ein bisschen langsam. Ich wollte halt den Stop hier oben über die Linie ziehen und habe mich da kurz ein bisschen verquatscht, beziehungsweise ein bisschen langsam reagiert. Ja, also wie gesagt, man kann das schon machen, also am Tief halt shorten. Und aber wie gesagt, im Index wesentlich schwieriger, finde ich, als in Währungen. So, aber trotzdem kann es jetzt hier halt auch einfach sein, dass jetzt erstmal nichts passiert und dass es eben wirklich jetzt zur vollen Stunde macht, aber ich rechne schon stark damit, dass wir zur vollen Stunde dann auch da unten landen werden. Sonst würde ich das hier auch nicht machen. Das war natürlich jetzt hier so ein bisschen viel hin und her. Klar. Aber eben die Position ist natürlich jetzt halt auch nur ganz klein. Ich würde ja versuchen, die auszubauen, halt hoch bis maximal 1,5 Lot. Und von daher ist es jetzt nicht schlimm. So, ich mache dem mal ein bisschen Platz hier. So, der DAX, ne, das ist genauso, wie ich vorhin gemeint habe. So, das geht nicht sofort short, nur weil da mal irgendwie ein kleiner Shootingstar da irgendwie auf 5 Minuten ist. Und das spielt keine Rolle. So beginnt keine Abwärtsbewegung, sondern wird dann meistens nochmal mit einem neuen Hoch dann erst nochmal beantwortet und bevor es dann halt tatsächlich irgendwann umdreht. So, mal gucken, Euro hier rausgeflogen jetzt erstmal, heißt aber noch nichts, wir sind hier auf einer Minute, die Stundenkerze ist einfach nur mittendrin, 30 Minuten das Gleiche und ja, selbst 5 Minuten bin ich nur hier gerade an der Eröffnung von der letzten 5-Minuten-Kerze. Gib den auch nochmal rein. Irgendwann wird das machen. Es soll ja hier halt auch kein Swing werden, ja, deswegen ist das jetzt auch nicht wirklich relevant, ob ich jetzt da ein paar Mal halt dann jetzt auch rausfliege. Im Scalping ist es halt manchmal so, man sichert es eng ab, pyramidisiert dann halt im Ausbruch und hat dann nachher mit einer einzigen Bewegung hat man die ganzen kleinen Dinger da auch ganz locker wieder drin. Von daher, wie gesagt, das sind ohnehin nur die Initial-Entries und jetzt nicht die ganze Position, weil vorhin auch, mit dem ich da runtergekommen bin, als wir hier angefangen haben, es waren halt auch 1,5 Lot, beziehungsweise dann halt zum Schluss noch 0,5, wo schon ein Teil raus war und hier 0,2, das ist ja ein kleiner Bruchteil nur. So, mal gucken, das Maximum wäre natürlich jetzt in der 5-Minuten-Kerze hier oben. Aber auch den würde ich lieber zweimal nochmal machen, als hier das lange gegen mich laufen zu lassen. So, hängt so ein bisschen komisch hier in dieser Kerze da drin, beziehungsweise über dem Strich hier drüber, über der Linie. Aber wie gesagt, Stundenimpuls kommt erst noch, hat noch 10 Minuten Zeit. Und dann mal gucken.
So, wird auch versuchen, den dann hier auch größer zu skalieren. Wobei, auch jetzt muss ich wieder aufpassen, hat noch 10 Minuten Zeit. Das heißt, es kann einfach hier unten noch ein bisschen hin und her schieben. Aber auf 15 Minuten ist die letzte Kerze ganz klar runter. Stunde angefangen in Schwarz. Würde mich sehr wundern, wenn es jetzt einfach hier nach Norden dreht. So, der Dow klemmt, sehe ich hier oben am Kurswert. Ja, aber auch da, so fängt noch keine Abwärtsbewegung an. Hier sieht man ja halt auf 5 Minuten dann auch halt hier so eine, ja, für mich nichtssagende Kerze, wo man sich aber halt schnell dazu verleiten lässt, da, also zumindest mal als Anfänger dann größere Short-Positionen einzugehen. Das läuft meistens so nicht. Ich rechne da schon damit, dass da noch ein bisschen was höher, dass höher noch ein bisschen was kommt. Und wird dann halt hier oben wirklich dann auf 1 Minute versuchen, dann dort halt was einzufangen, was dann halt auch ein paar Punkte laufen kann. Also wenigstens mal irgendwie 70, 80 Punkte. Ist ja im Dow, ist das ja nicht so viel. Und der macht ja auch gerne mal in 1-Minuten-Kerze 100 in letzter Zeit. Von daher ist das, glaube ich, nicht zu viel verlangt. So, das wäre halt einfach nur, was halt denkbar wäre. Hier oben ist ein kleiner Fehlausbruch drüber. Und dann halt hier wieder zurück in den Bereich. Und mal gucken, ob wir das kriegen. So, ich schreibe mal hier auch gerade noch einen Indikator drauf. Wo ist er? Ich so ein bisschen besser hier im Blick habe. Okay. Ach, Euro, komm. Jetzt veräppel mich doch hier nicht. Es ist so still. Ich kann auch zwischendurch gerne mal irgendwie, wenn jemand irgendwie eine Frage zu irgendwas hat, ich kann ja hier jetzt momentan auch nicht mehr machen als warten. Kann ich mich gerne damit befassen. So, hier haben wir den S2. Gucken, ob der reicht. Und da ist er natürlich vorhin auch schon drüber. So ein bisschen übertrieben. Das wäre natürlich jetzt auch eigentlich ein ganz guter Punkt, um nicht weiterzukommen, aber oft sieht man halt wirklich, dass in den Kerzen selber ja auch die Grenzen aufgezeigt werden. Das heißt, es wird das Maximum gerne ausgelotet, das wäre dann wieder hier oben. Und weil er halt einfach eine Kerze halt einfach in sich hier halt auch ein abgeschlossener Trend sozusagen ist, ja. Also innerhalb von einer Zeiteinheit. So. Das Ding mal schön hier drin. Der kanadische Dollar übrigens hat wieder geliefert. Sehr zuverlässig. Ja, den habe ich heute Morgen, habe ich mir den tatsächlich angeguckt, den kanadischen Dollar, aber wusste nicht so wirklich, was mit anzufangen, sonst hätte ich den auch schon hier reingebracht. Ich habe es nicht vergessen, aber es ist halt, kenne ich halt aber auch einfach zu wenig, ja, um da halt irgendwie jetzt dann da halt mal einfach mit loszulegen. Das war nur eine kleine Nebenbemerkung. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das, ich habe schon drauf gewartet. Ist ja mittlerweile quasi ein Insider. So, jetzt haben wir die letzte 5 Minuten Kerze. Bin mal gespannt. Oh, jetzt bin ich hier mit 0,3 drin. Wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte ein bisschen weniger, aber okay. Mal gucken, ob wir das jetzt machen, da unten. Sieht natürlich jetzt hier auf 5 Minuten erstmal nicht so aus. Aber passiert ist eigentlich auch noch nichts. Ja, der war gerade hier weg. So ein bisschen was sehen hier. So, sieht natürlich jetzt schon erstmal aus wie ein Reversal. Die hat auch über der geschlossen, die das tiefste Tief gemacht hat. Naja. Mal gespannt. Auf jeden Fall sollte jetzt mit Abschluss der Stunde ein bisschen was passieren.
Ja, auch wenig Fragen im Chat. Ja, ich habe das irgendwie gar nicht auf. Ich fürchte, wenn ich da jetzt nochmal draufklicke, dann ploppt es hier wieder mit allen Namen auf den Hauptbildschirm. Das will ich eigentlich nicht machen. Die letzte Frage, die reingekommen ist, welche Version die letzte ist vom Stereo Trader? Also offiziell, ob das die 1952 ist als Bild. Ich glaube ja, also so rein von der Erinnerung her, müsste das tatsächlich so sein, dass das die letzte ist. Habe ich gestern noch irgendwo gelesen, 1951 hatte einen, aber da gibt es jetzt auch nicht so die Wahnsinnsunterschiede zwischen den beiden Builds, wobei natürlich immer besser ist, die neueste zu haben, klar, weil da natürlich dann auch immer Sachen aufgearbeitet wurden, sei es jetzt irgendwelche Fehlerchen oder halt irgendwelche Wünsche, die umgesetzt wurden. Aber zumindest mal so um den Dreh, ja. Also 1951 oder wenn er die 52 hat, dann klar, sowieso. Also Das ist auch 52 wüsste ich nicht. das, was Bitte? wir haben. Also das ist auch die Version, die Ja. wir als letzte Version haben. Also sollte das Ja. sein. Okay. So, der DAO zwirbelt auch noch da oben rum. Ist auch noch bemüht, da höher zu kommen. Sieht man jetzt auch schön, ja. Völlig egal, so eine Kerze. Überhaupt nichts zu sagen. Da läuft er jetzt erstmal munter drüber wahrscheinlich. So, im Gegenteil halt hier, also was halt hier jetzt grün markiert, ist halt einfach nur, ich frage mich nur gerade, warum das grün ist und nicht blau, aber egal. Das hat einfach nur einen Außenstab, der hier markiert ist, der automatisch markiert ist auf 5 Minuten. Ja, das sieht man, so ein Monsterteil. Und da, solange ich hier sozusagen in einem Außenstab bin, der halt eben bullisch ist, ist auch meine vorherrschende Richtung ganz klar bullisch. Also von daher spielen da einzelne Kerzen jetzt nicht wirklich eine große Rolle. Was er natürlich gerne mal macht, ist halt dann am oberen Ende dann halt von dort dann trotzdem halt mal nach unten zu gehen. So, der Euro hat mich jetzt hier gerade rausgeworfen, hier auch nur ganz klein. Der will wohl nicht da unten fertig machen. Okay, ja, zumindest das erste hat er erreicht. War dann jetzt vielleicht auch ein bisschen falscher Stolz hier an der Stelle, da halt nochmal reinzugehen, weil der erste, der hätte nicht sein müssen. Bin ich ausnahmsweise tatsächlich mal nicht schuld. Ich nehme immer gerne die Schuld für alles auf mich, aber für die Ausführung natürlich an der Stelle nicht. So, dann behalten wir mal, ich gehe trotzdem mal auf die Stunde. Ja, die versucht jetzt natürlich auf grün zu drehen. Beziehungsweise in meinem Fall auf weiß. So sieht die natürlich schon ein bisschen anders aus. Die 15-Minuten-Kerze. Kann natürlich ab hier jetzt nach oben laufen. Also da würde ich jetzt erstmal nichts mehr machen hier, sondern dann da halt eher nochmal abwarten, was dann halt oben passiert, beziehungsweise wo da halt entsprechend Ende ist. Und auch wenn er jetzt noch mehr hier runterkommt, jetzt erstmal die Finger davon lassen, weil ganz offensichtlich sind da hier schon diverse Käufer am Start, beziehungsweise das Kaufinteresse ist hier einfach halt schon ein bisschen höher. Und infolgedessen ist das ein bisschen zu anstrengend hier. So, hier ist noch eine Frage reingekommen, also zu deiner ersten Order, das ist bereits in Prüfung, da kriegst du natürlich ein Feedback noch. Und Okay, super. ansonsten schreibt ein Teilnehmer, besteht die Möglichkeit, mal ein Webinar mit Schwerpunkt strategische Orders aufzulegen? Welche Orders für welche Situation etc.? Ja, sicher, klar. Können wir gerne mal machen. Also strategische Orders, für die, die das nicht kennen, das ist halt letzten Endes ein dynamisches Grid, also so eine Art Netz, was der Stereo Trader dann halt völlig automatisiert dann über den Chart dann halt legt und was sich halt automatisch der Volatilität unter Berücksichtigung von der ATR, also das ist ja nichts anderes als die Volatilität, dann entsprechend an den Markt anpasst. Und da kann man halt ganz gut Tendenzen handeln, ja. Also für sowas jetzt hier nicht, würde ich es nicht machen.
Aber Tendenzen, ich hatte das auch schon ein paar Mal gezeigt, auch in der Gruppe. Ja, wenn man sowas hier hat, das ist eigentlich so ein Kandidat dafür, ja, wo halt eine Range ist, wo man weiß, da geht erstmal wahrscheinlich nicht ohne weiteres weiter oder halt auch Long natürlich auf der Unterseite genauso. Und es gibt ja so Bereiche, die kennt man, ja, die sind halt einfach vorher schon viel gehandelt und wie das halt hier der Fall war. Und da ist halt schon viel passiert. Und an so einer Stelle kann man das gut einsetzen, wenn da abzusehen ist, dass halt erstmal nicht großartig weiterläuft. Und oder auch generell, wenn man jetzt zum Beispiel eine Short-Tendenz hat, ja, dann kann der auch trotzdem 150 Punkte hatte ich letztens auch, hatte ich auch gezeigt in der Gruppe das Beispiel. Da ist der wirklich 150 Punkte gestiegen und ich war mit der strategischen Order nur Short. Und das Ding hat trotzdem die ganze Zeit Gewinne gemacht. Das liegt einfach daran, weil im Shortmarkt habe ich auch immer wieder Bewegungen nach unten und die löst eben halt sozusagen im Marktrauschen, löst die dann halt aus. Und beziehungsweise nimmt halt immer Gewinne mit. Und das ist halt eben auch der Grund. Also das waren wirklich 150 Punkte gegen mich gelaufen. Trotzdem da halt über 400, 500 Punkte, also in einzelnen kleinen Positionen, da tatsächlich auch mitnehmen können. Und ist natürlich schon eine nette Sache, aber jetzt wie hier, ja, wo es ja wirklich nur straight gerade in eine Richtung erstmal geht, da macht es jetzt keinen Sinn, ja. Also das ist ein bisschen zu stramm. Im Euro hatten wir es, glaube ich, letztens auch im NFP Live hier im Webinar und da hat es funktioniert, weil der halt auch so ein bisschen arg auf der Stelle getreten ist. Aber hier ist jetzt auch ein bisschen wenig Dynamik halt auch, um das anzuwerfen. Also Vola braucht man natürlich schon, damit die funktioniert. Aber ohne geht es natürlich nicht. So, und es steht still. So, der DAX versucht hier über die 12.400 zu schieben. Was ihm wahrscheinlich oder auch gelingen wird. Das könnte man natürlich auch sagen, okay, kleine Position hier long, weil das ist ja halt eine Range letzten Endes, die sich hier bildet und Ranges werden halt in der Regel dorthin aufgelöst, aus der sie gekommen sind, ja. Und hier haben halt noch dazu eben entsprechend Außenstab. Aber wir reden hier halt auch über den DAX, ne? Das darf man nicht vergessen. Und der hat halt gern mal einen Knall. Also dem traue ich auch zu, dass er runterkommt und dann erstmal wieder hier alles rauswirft und dann nach oben läuft. Von daher, und die ist auch sehr klein hier, die Range. So, an der So, wie sieht's Stelle. aus? Oh, sorry, ich wollte dich nicht Bitte? unterbrechen. Nee, ich wollte dich nicht Nee, unterbrechen, nee. aber ich wollte mal an der Stelle auch mal Lob mal vorlesen. Darf auch mal sein, natürlich. Schreibt ein Teilnehmer. Schaue fasziniert zu. Hab keine Fragen. Die Webinare mit Dirk sind wirklich sehr interessant. Top. Dankeschön. Das ist doch nett, Dankeschön. Ja, meistens passt ja halt auch hier mit den NFPs nur halt eben auch nicht immer. Weil das hier war, das ist ein Euro, das, ja gut. Soll ich mich jetzt da dran aufhalten? Ist natürlich eigentlich gut, dass er erstmal, ich meine, die Grundrichtung hat ja gestimmt, ja. Nur ich hätte natürlich hier schon gerne ein bisschen mehr noch gehabt. Wundert mich auch so ein bisschen, dass das nicht ausgereizt wurde. Aber okay. Aber das letzte Mal glaube ich halt, weil oft war es ja wirklich so in den NFPs, dass ich dort halt eine Einschätzung gegeben habe oder auch geben konnte halt auch für ein paar Tage und es hat halt wirklich ganz oft gepasst. Aber das wird heute halt echt nichts, ne? Weil es ist halt einfach auch gerade im Dow Jones, was man jetzt hier nicht sieht. Mal gucken, ob ich es ungefähr zeigen kann, wenn ich jetzt hier, doch, sollte eigentlich gehen. Der hat halt einfach im Kassa hat er halt einen Doji hinterlassen. Das Ganze noch mitten in der, also wir sind ungefähr, mal gucken, ob ich das hier zeigen kann, was jetzt halt diesen Abverkauf angeht. Hier sind so ein bisschen arg viele Linien gerade und ich kann das aber hier einfach mal löschen. Wir sind halt hier einfach, wenn Sie das mal betrachtet, hier auf Tagesbasis, ja, wir kommen von oben runter. Hier eine massive Korrektur an der Stelle. So, und dann, was der hier macht, das ist halt einfach nicht Fisch, nicht Fleisch. Also wir haben auf der einen Seite, haben wir jetzt hier die Abwärtsbewegung zu, wie Prozent ist das denn? Also auf jeden Fall ist das schon eine ordentliche Korrektur gewesen an der Stelle. 76 ist das wahrscheinlich, das habe ich hier oben nicht drin, aber schon komplett korrigiert, ja, und kommt dann wieder runter.
und bleibt dann halt einfach hier jetzt irgendwo in der Mitte oder bei 61 da halt stehen. Und was soll man damit anfangen? Das kann man halt einfach in zwei Richtungen deuten. A, wir haben halt hier eine Aufwärtsbewegung, ja, die hier bis dahin gelaufen ist und dann halt hier bei schätzungsweise 50% korrigiert hat. So, und das würde bedeuten, ja, geht nach oben weiter. Andererseits stecken wir aber hier wiederum mitten in der Korrektur von der Abwärtsbewegung. Und was er dazu eben gestern halt noch im Kassa hinterlassen hat, das sieht man einfach hier an den beiden Marken, der hat halt einfach ein Doji hinterlassen. Ja, also geöffnet wie geschlossen. Und das Ganze noch dazu an der 20-Tage-Linie. Jetzt bin ich ja jetzt nicht unbedingt jemand, der gleitende Durchschnitte handelt, ja, aber die institutionellen, soweit ich das einschätzen kann, sind da halt schon ein bisschen einfacher teilweise gestrickt. Und das sieht für mich so aus, als würde sich da halt einfach keiner festlegen, wie es da jetzt halt weitergeht. Und irgendwie investiert keiner und es verkauft halt irgendwie auch keiner. Und ich frage mich halt, welcher Impuls da halt kommen muss, damit sich das halt mal in irgendeine Richtung vernünftig auflöst. Aber aus dem Punkt hier, ich weiß es nicht. Also, ich meine, sieht jetzt erstmal halt nach Ausbruch aus, ja, jetzt hier mal in der Stunde halt mal betrachtet. Und ja, aber auf der anderen Seite, ja, hier ist halt auch massiv abverkauft worden. Also ab der Stelle hier. Und das ist halt wirklich, es ist nicht einfach. Also ich kann mich jetzt nicht hinstellen und sagen, oh, der geht da drüber. Das weiß ich nicht, ja. Also das, was hier eingesetzt ist, hier oben an dem Peak, das war massiv, ja. Und wenn die gleiche Fraktion, die das hier in Gang gesetzt hat, nochmal kommt, dann geht es auch genauso massiv nochmal runter. Und von daher ist es halt einfach für meine Begriffe absolut nicht einzuschätzen, wie das jetzt halt hier in den nächsten Tagen weitergehen soll. Und da kann man letzten Endes kann man würfeln. Und von daher bin ich momentan, was den DAU angeht, also auch hauptsächlich wirklich nur kurze Ausbrüche, Scalps und so weiter. Aber laufen lassen ist da nichts, auch wenn ich jetzt hier wo sind sie denn? 24.435, die hatte ich vorgestern im Programm. Und um ab da halt eben long zu gehen. Die ja, okay. Aber das hat dann auch immer die Frage, bis wohin, ja. Also bis wohin kommt es dann halt letzten Endes. Und jetzt hier nochmal über 25.000, zum wievielten Mal jetzt halt, ne? Das ist halt, bis jetzt hat es ja nicht funktioniert, darüber wegzubrechen. Und warum soll es denn jetzt plötzlich funktionieren? Also, wie gesagt, nicht die runde Marke an sich, sondern einfach halt die Zone, ganz klar. So, jetzt mal gucken, ob wir den hier eingefangen kriegen. Da hatte ich ja gesagt, da will ich hin, hier oben in das Cluster. Das wäre auch eine Übertreibung hier von dem Pivotpunkt, den wir an der Stelle haben. Und mal gucken, ob das funktioniert. Den würde ich auf jeden Fall mal versuchen zu shorten da oben an der Stelle. Zumal wir dann halt eben auch in 20 Minuten Markteröffnung haben. Und da liegt der Schlusskurs ja ein bisschen tiefer, nämlich hier unten. Sieht man jetzt hier nur nicht so gut. Also hier ist Kasser Schluss. Also nochmal rund 200 Punkte tiefer. Gut möglich, dass es da erstmal hinläuft, dass sich da einige freuen, weil es gerade so schön hoch ist und erstmal verkaufen. Kann sein. Also brauchen wir natürlich auch eine Glaskugel, aber ich versuche mich ja auch nur so ein bisschen in die anderen Marktteilnehmer reinzuversetzen, weil die sehen ja das gleiche Bild, ja. So, es geht nicht auf, es geht nicht runter. Und kann natürlich schon sein, dass da halt ein bisschen Sicherheitsdenken eben auch aufkommt. Und dass man da sagt, lieber nichts, lieber erstmal raus. Kann sein, ja. Also ich bin eigentlich kein Freund von irgendwie spekulieren und mit vermuten, was passieren könnte oder mit Erklärungen, weil es meistens nicht funktioniert, sondern ich handle halt einfach nur das, was ich halt wirklich sehe. Und das ist halt hier jetzt aktuell der Versuch, hier durch dieses Cluster halt durchzukommen. Wir haben auch keinen Backtest hier auf dem Cluster, was halt eben auch sehr, sehr oft passiert. Und wir haben hier oben auf jeden Fall jetzt einen Widerstandsbereich. Und da jetzt halt einfach mal gucken, wie er damit umgeht, wenn er da jetzt hinkommt. Und vielleicht kriegen wir das Ding ab dort dann auch nochmal runter. Wobei das hier natürlich jetzt schon auch wieder, es war nur eine Minute,
aber trotzdem nicht ganz ohne. Ja, auch mal ganz klassisch mal Fibus mal dran setzen. Ja, es wird halt schon matchen hier oben, dass ich 138 zumindest mit diesem Widerstandsbereich und wer hat eben auch mal kurz über den Pivot hier drüber. Pivots, ich weiß nicht, warum das so ist bei den US-Werten, also zumindest mal beim Dow, wird schon gerne gehandelt und dabei jetzt eben auch nicht unbedingt punktgenau, ja, sondern letzten Endes darf ich nie vergessen, wir sind hier im Minutenchart unterwegs und alles, was sich jetzt hier drüber abspielt, ja, auch wenn es irgendwie eine halbe Stunde dauert, ist in der Stundenkerze letzten Endes dann nur ein Docht, nicht mehr, nicht weniger. Von daher darf der das, ja, der kann da ruhig drüber laufen. Und sollte halt auch. Also das sind halt eigentlich immer so Defaults, Breakout-Geschichten sind halt wirklich dann oft auch die schönsten, die auch am weitesten kommen. Ja, wenn man dann hier so sieht, oh, läuft über den Pivot drüber und kommt aber eben dann doch wieder runter. Das sind natürlich halt Scalping-Ansätze, aber die eben oft auch funktionieren. So, der DAX fängt schon ein bisschen an zu schwächeln da oben, aber wie gesagt, dem traue ich auch noch zu, dass er schon noch in die Übertreibung hier geht, bevor es dann wirklich runtergeht. Was wir hier halt jetzt auch sehen, ist einfach nur oben das Grüne ist jetzt halt einfach nur das Hoch von der letzten Stunde. Ja, sonst ist nichts. Und das hängt ja hier einfach auch an die Pivot dran, aber normalerweise dreht eine Stunde auch nicht so mit so einem ganz kleinen Docht, sondern da ist meistens dann doch noch ein bisschen mehr Bewegung drin. Deswegen jetzt für mich hier kein Short oder so. Also dann eher Long. Bleibe halt hier auch mitten in der Aufwärtsbewegung sind. Und hier einfach nur eine kleine Welle erstmal nach unten passiert. Aber ich handle den Dow lieber Short, weil es halt einfach schneller geht. Also man hat halt einfach die meistens die knackigeren Bewegungen halt, wenn man Short ist. So, soll er jetzt doch wieder erwarten, hier runterfallen, dann ist es halt so, ja. Dann habe ich den halt verpasst. Das ist aber nicht schlimm. Hier ist noch eine Aussage zu den strategischen Orders. Ich lese das mal vor. Wenn man im StereoTrader bei Orderaufgabe die Steuerung-Taste gedrückt hält, wird dann eine sogenannte Grid mit drei Orders ausgelöst. Beim MT5 ist das jedenfalls bei mir so. Jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt so eine Aussage war oder ob noch eine Frage dahinter steckt, aber kannst du mit der Aussage was anfangen? Auf Anhieb ehrlich gesagt nicht. Also wenn ich halt mit Control als Beispiel, dann macht er die ja einfach nur in dem Abstand, den ich vorgegeben habe, so wie hier jetzt halt, ja. Warum jetzt drei da sein sollten, weiß ich jetzt nicht. Sagt mir jetzt leider überhaupt nichts. Also da vielleicht einfach auch eine Mail dann an den Support. Und dann kann man sich das ja mal angucken. So, hier auf 5 Minuten sieht man jetzt halt auch, ja, auch wenn jetzt auf einer Minute ein bisschen drunter hängt, auf 5 Minuten ist nichts passiert, stecken immer noch in der letzten Aufwärtsbewegung, ja. Und infolgedessen hängt schön hier oben drin, das wären tatsächlich auch schon irgendwie 20 Punkte gewesen. Aber ist mir ein bisschen knapp, weil meistens funktioniert das nicht so knapp. So, und hier immer noch, ja, steckt immer noch in der Aufwärtsbewegung. Sieht zwar erstmal short aus. Heißt aber nichts. Heißt überhaupt nichts. Noch 15 Minuten sowieso. Das ist natürlich immer so ein bisschen das Problem, wenn man solche massiven Aufwärtsbewegungen hat. Die sind halt ein bisschen schwer einzufangen. Weil er kann halt theoretisch, und ich würde auch darauf wetten, das macht er auch noch heute, die ganze Bewegung halt nochmal zurücksetzen. Das heißt, also einmal komplett hier runter, nochmal bei die 853, dass wir dort nochmal hinlaufen. Oder zumindest mal knapp davor. Das wäre halt dann auch entsprechend ein Rücksetzer ins Cluster. Da gehe ich schon davon aus, dass das noch passiert, dass der nicht einfach weiter da oben durchläuft, als wäre nichts.
Ganz einfacher Ansatz, ja. Ich meine, wenn das Ding steigt, es will ja jeder so günstig wie möglich da rein, ja. Also sollte es irgendwie weiter nachhaltig steigen. Und es ist ja erstmal nicht toll, so wenn was steigt und dann freue ich mich, dass ich viel Geld dafür ausgeben darf. Also mal ganz profan gesagt, oder wie der Olli Klemm halt zum Beispiel auch gerne sagt, die Tomaten sind zu teuer, ja. Und es ist ja schön, dass die Preise steigen, trotzdem will ich ja die Tomaten billig einkaufen und nicht teuer. So. Freue ich mich, dass sie halt plötzlich viel wert sind, aber es ist kein Grund für mich, dann auch das zu bezahlen, was andere gerade bezahlen. Und das ist halt eigentlich ja letzten Endes ja ganz simpel. Und jeder freut sich, wenn es hoch steht, aber keiner will es bezahlen. Und infolgedessen sind dann auch solche Gegenbewegungen ja auch absolut plausibel, weil es wird ja versucht, so günstig wie möglich entsprechend sich irgendwo einzukaufen. Und deswegen glaube ich halt schon, dass der nochmal ein gutes Stück heute hier zurückkommen wird. Und wie gesagt, hat hier wirklich die 850 etwa nochmal sehen werden. Aber ich wäre gerne dabei, wenn es da runter geht. Und sieht so aus, als wäre ich das nicht. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber ich kann es natürlich auch nicht erzwingen, weil hier jetzt einfach reinschorten, das bringt auch nichts. Also schon gar nicht vor der Markteröffnung jetzt, die noch 10 Minuten hin ist, wo dann ohnehin erstmal alle durchdrehen und es dann erstmal in alle möglichen Richtungen rauscht. Aber oft haben wir das halt eben auch gesehen, dass halt wirklich dann hier in der Vorbörse oder vom Future, wenn der halt hochsteht, dass halt einfach direkt erstmal runterverkauft wird. Und gerade dann, wenn halt die Lage halt ein bisschen unsicher ist. Weil klar, das sind halt dann einfach an der Stelle Gewinnmitnahmen. Und ist halt hier über 100 Punkte gegenüber gestern im Plus. Und das ist halt schon ein Grund, wo man sagen kann, ja, nehme ich mit. Ich meine, macht unser eins ja auch, ja, wenn es über Nacht mal halt irgendwie, was weiß ich, wenn man Short war und es fällt mal halt irgendwie spontan ein paar hundert Punkte, da sagt man ja dann auch nicht, ja, ich will mehr, soll man noch weiterfallen, sondern sagt dann erst auch mal Dankeschön, nehme ich doch erstmal mit. Und dann halt mal gucken, was passiert. Und genauso ist es halt hier letzten Endes ja auch. Nur dann halt eben ein bisschen größeren Stil. So, also. Machen wir die noch, ne? Die Eröffnung ganz kurz. Zumindest mal den Anfang mal angucken, was da passiert. Und dann können wir ja auch zum Schluss, so, der Euro, da nochmal einen Blick drauf. Der will sich also erstmal weiter nach oben bewegen. So, der hat erstmal noch. Soll er mal machen. Soll er wirklich mal machen. Hatte ich gesagt, genau hier. Nicht long, sondern short hier am Pivot. Wäre so schade, ich hätte halt so ein bisschen mehr gerne eigentlich von den Funktionen gezeigt. Heute auch noch. Aber dafür ist gerade so ein bisschen wenig Bewegung hier im Markt. Ja, ist noch ein bisschen auch Gold, war jetzt auch nicht. Ja, hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm heute, weil ich will mal aufpassen, dass ich nicht verzettele. Ich habe eh schon 3 Werte, das ist mehr als genug. Ja, ne, der DAX, wie vorhin gesagt, so. Sieht so aus, als würde er es machen, aber dem traue ich eben auch zu, dass er erstmal hier runter nochmal stürzt. Eine Runde und dann halt nach oben geht. So, das mit dem Stürzen hat ja schon gepasst. Aber auch da glaube ich nicht, dass das jetzt so ohne weiteres da oben schon fertig ist. Mal gucken. Ist immer schöner, wenn es halt irgendwie in 2 Wellen halt zumindest dann halt passiert. Also beziehungsweise nicht 2 Wellen, sondern letzten Endes in 2 Bewegungen. Also einmal versuchen, dann kein neues Hoch oder kleines neues Hoch und dann runter. Weil so mit einem geht es üblicherweise nicht weit. Wären zwar jetzt hier tatsächlich 40 Punkte gewesen, aber ich hatte jetzt hier auch die, wo sind wir hier? 410, nicht unbedingt auf dem Schirm. Von daher gibt es da jetzt auch nichts, wo ich sagen könnte, ja, ärgere ich mich jetzt. Also worüber? Weil das ist ja nicht geplant gewesen.
So, was habe ich denn hier? Ist mein Bildschirm irgendwie gerade unscharf geworden oder meine ich das nur? Nee, also ich kann jetzt nichts Okay. erkennen. Ja, der VPS hier, der hat manchmal so die Angewohnheit, irgendwie immer kurz irgendwie sich ein bisschen zu verstellen. So. Ja, DAX sitzt hier mal kurz auf dem Kasserschluss. Und mehr passiert da gerade nicht. Wahrscheinlich die nächsten 10 Minuten ohnehin nichts. Deswegen gerne Fragen stellen in den Chat. Dann können wir die Zeit ein bisschen auch überbrücken. Aber soweit haben wir eigentlich alles geklärt. Also irgendwie ist mein Bildschirm noch gerade so ein bisschen matsch. Also ich mache das mal hier eben ganz kurz nochmal neu hier rein. So ist besser. Ist übrigens hier, da ist ja auch mal gefragt worden hier nach VPS. Das ist hier dieses VPS-Server .com, wo ich das drauf laufen habe, und das ist eigentlich sehr verlässlich, die Geschichte. Bis auf die Uhr, die immer falsch geht, aber das ist jetzt behoben. So, hier ist eine Frage reingekommen. Warum nutzt du eigentlich keine diagonalen Trendlinien? Weil ich der Meinung bin, dass der Markt so nicht funktioniert. Also es letzten Endes kann man immer irgendwo Linien irgendwo herziehen, und klar kann man versuchen, den Markt halt entsprechend auch so einzuordnen. Und man wird auch immer wieder irgendwelche Kanäle finden, aber letzten Endes, also ich glaube halt einfach nicht dran, ja. Also was ich halt schon mal gerne mache, sind halt Flaggen, und das funktioniert mitunter schon mal recht gut, also Flaggenbrüche. Und aber ansonsten, um jetzt, also für mich ist das kein Trend, wenn ein Markt sich jetzt irgendwie da diagonal oder an Diagonalen da halt hält. Für mich ist ein Trend einfach nur einfach nach der Dow-Theorie, ja, dass halt einfach keine Tiefs unterschritten werden oder halt zumindest nicht zu arg, und daraufhin dann halt neue Hochs folgen. Ja, das ist für mich ein Trend, aber der muss nicht unbedingt jetzt irgendwie in den Kanal reinpassen. Und das ist natürlich auch Geschmackssache. Aber ich glaube, die Präzision, mit der ich ja halt auch immer meine Marken ja auch hinkriege in meiner morgendlichen Analyse, und die gibt mir auch so ein bisschen recht, ja. Also da heißt es selten irgendwie im DAX, ja, Zone von bis, das gibt es bei mir nicht, sondern bei mir sind es wirklich Punkte, und die kann man auch in den meisten Fällen mit einem Stop-Loss von 5 Punkten handeln. Und das würde ich mit Diagonalen nicht hinbekommen. Also, und deswegen. Ich habe das früher natürlich auch mal gemacht und bin aber irgendwann da komplett von weggekommen. Ja. Und jetzt nur mal als Beispiel hier mit dem Euro, wenn man sich das jetzt mal anguckt. Sicher, das kann bestimmt irgendwie in ein Diagonalgebilde in irgendeiner Form reinzerren. Aber letzten Endes, wenn man sich das mal anguckt und das einfach mal alles außen vor lässt, und dann ist das Bild ja eigentlich relativ, das finde ich, viel einfacher. Also wir haben halt hier, da ist ein Korrekturpunkt, ja. Ab da ging es hoch, da ist ein relatives Hoch, das liegt über dem. Darauf folgte hier nur kurze Verschnaufpause, den hier kann man ignorieren, aber darauf folgt dann letzten Endes hier ein Test von dem Hoch und dann nochmal ein höheres relatives Tief und dann halt hoch. Ja. Das ist für mich ein Trend. So, jetzt kann ich natürlich versuchen, den irgendwo hier, weiß ich nicht, irgendwo rein zu ziehen in irgendwelche Diagonalen. Und dann muss ich aber, das sehe ich aber hier schon, oh, hier, Trend verlassen. Ah, nee, doch wieder drin im Trend. Ja, Trend verlassen, nee, doch wieder drin. Und hier auf dem Trend aufgesetzt. Deswegen finde ich, oder das sind ja halt so die Klassiker, ja, so fällt raus aus dem Trend, geht wieder rein in den Trend. Deswegen hat es für mich auch entsprechend überhaupt keine Bedeutung. Also deswegen handle. Für mich halt wäre nur wichtig zu sehen, okay, das hier darf nicht verletzt werden. Das ist so nicht passiert. Sondern hat hier halt einfach da auf irgendeiner Stundenkerze oder knapp drüber aufgesetzt. Fein. Also deswegen mache ich sowas halt nicht. Und weil
Weil man kann das halt, ich weiß nicht mehr, wer das mal war in einem Webinar, man kann letzten Endes, man kann überall irgendwo alles miteinander in irgendeiner Form verbinden. Es wird immer irgendwas bei rauskommen. Ja, hier jetzt auch, einfach nur mal ganz spontan, kommt auch irgendwas bei raus. Da ist der drauf aufgesetzt und der auch wieder. So, was ist jetzt richtig und was ist falsch? Und das ist für mich, also ich will das, wie gesagt, überhaupt nicht komplett hier irgendwie schlecht reden. Das mag ja Händler geben, die damit zurechtkommen. Und aber es ist für meine Begriffe ist es halt einfach zu viel Interpretationsspielraum. Und man kann es halt auch nicht wirklich backtesten. Und es gibt ganz viel Literatur darüber und ganz viele Geschichten. Und ich halte vieles von dem auch wirklich für subjektive Wahrnehmung und nicht dafür, für das, wie für meine Begriffe halt der Markt funktioniert. Also, aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Das kann jeder machen, wie er denkt. Für mich ist halt eine Präzision immer wichtig und die kriege ich halt auf alle Fälle mit meiner rein vertikalen Betrachtung schon ziemlich ordentlich und gut hin. Meistens, natürlich auch nicht immer, aber in den meisten Fällen dann halt eben doch. Also ich glaube halt auch diejenigen aus der Gruppe, die hier dabei sind, werden das ja halt auch irgendwo ein Stück weit bestätigen können, dass wenn ich halt eine Marke aufrufe, dass es eigentlich nie vorkommt, dass der da halt mal einfach so drüber läuft, als würde es die nicht geben. Und sondern also speziell halt im DAX, im DAO nicht ganz so genau, aber im DAX ist halt wirklich oft sogar auf den Tick genau. Und die kommen eben halt aus der rein vertikalen Betrachtung und eben nicht diagonal. Ja, so, passiert hier noch was? Steht So, auf der Stelle erstmal. bevor gleich Markteröffnung ist, also noch schöne Grüße von Heiko Behrendt. Schön, dass er Ach, sehr, sehr. heute auch zu Besuch ist. Ach, schön. Hallo, Und Heiko. Freut mich. zum Thema Trendlinien schreibt er schräge Linien für schräge Typen. Ja, siehst du, Heiko ist ein Profi, macht das seit 20 Jahren, also schon länger als ich. Und der benutzt auch keiner. Und der Heiko macht auch jeden Tag oder doch jeden Tag, glaube ich, Webinare. Und neuerdings übrigens auch mit dem Stereotrader, wie sich das gehört. Und ja, also, aber trotzdem, wie gesagt, ist Geschmackssache. Also ich zeichne auch schon mal was ein, ja, aber dann eigentlich eher, um zu sehen, was machen denn so die Retailer oder was sehen die denn halt gerade wieder. Und ich mag es halt eben auch gerne aufgeräumter. Ich glaube, das ist auch ein Grund, ja. Tja, ich glaube, der DAX hat das da ohne mich gemacht. Und der DAO, mal gucken, was der jetzt hier noch bringt. Der Euro kommt auch nicht aus dem Quark. Sieht so aus, als wird es heute wieder nichts mehr werden, ja. Erste Euro-Bewegung war gut. Das war's. Das ist dann halt die Quintessenz aus diesem Webinar. Aber ich will halt auch hier jetzt nicht unbedingt scalpen, ne? Hatte ich eigentlich vorgehabt, weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr, warum ich nicht gemacht habe, hier einfach mal ein paar Punkte, sondern ich will ja halt schon irgendwie eine Position aufbekommen, die man halt auch mal 100 Punkte laufen lassen kann. Aber vielleicht sollten wir uns das mal generell abgewöhnen für die NFPs, sondern wirklich nur scalpen. Weil meistens tritt es entweder auf der Stelle oder ich weiß es nicht. Ist dann ja doch so. Wir hatten hier einen schönen Ausbruch. Aber ich hätte ihn nicht gehandelt. Ich weiß nicht, wer den Long gehandelt hat, den DAX. Wenn das jemand so gesehen hat, herzlichen Glückwunsch. Also hätte ich nicht erwartet. Muss ich gestehen. Ist ja auch nicht schlimm, tut ja auch nicht weh. Aber nur was ich eben halt vorhin gesagt habe, und das glaube ich auch nach wie vor, mir ist der Korrekturpunkt hier zu tief, ja, zu hoch. Und ich glaube nicht, dass das wirklich großartig was aushält. Und das darf schon noch eine Runde tiefer kommen. Und deswegen glaube ich, dass das hier auch nur ein Fehlausbruch jetzt wird. Wir werden sehen am Ende des Tages. Aber es ist oft so, dass wenn halt ohne vernünftige Korrektur, weil das waren hier nur 50% etwa, halt hochgeht, kann für Stärke stehen, aber wir sind hier im Abwärtstrend und sowas endet dann meistens eher an einem neuen Tagestief und nicht unbedingt hier oben drüber. So, jetzt haben wir Markteröffnung im DAO. Gucken, ob da ein bisschen was passiert. Ein bisschen größer hier. Jetzt auch so ein bisschen mittendrin.
Dann auch noch Mal für gucken, den. vielleicht. Bitte? Ja, ne, mach erstmal die Markteröffnung und dann Ja. dazu gibt's auch eine Frage übrigens, wo habe ich die jetzt, ob du eine Strategie für die Markteröffnung kennst. Ja, nichts tun. Also zumindest nicht in den ersten 5 Minuten besser nichts tun. Also das ist, ich glaube, das macht am meisten Sinn. Also soll jetzt keine Ausrede sein, ja, aber ich meine, man sieht es ja hier halt auch, ja, es geht ohne irgendwie konkretes Ziel hier rauf und runter jetzt erstmal und da wird erstmal abgeladen in alle Richtungen oder reingeballert. Aber es ist halt selten so, dass da halt in den ersten 5 Minuten viel passiert. Also hätte er jetzt hier oben irgendwo gestartet, ja, direkt an dem Punkt, hätte ich gesagt, gut, alles klar, Short, ja, weil es halt einfach dann halt aus den vorhin genannten Gründen und weil es halt eben, weil ich das in der Zukunft oft beobachtet habe, wenn wir halt in übergeordnet Short sind und eröffnet am Tageshoch, beziehungsweise der Future steht am Tageshoch vor der Markteröffnung. Dann, ja, dann würde ich Short gehen. Das kann man schon machen. Da kann man sich auch einstoppen lassen. Man muss ja nicht Market gehen. Aber da macht es schon Sinn, also habe ich zumindest sehr oft beobachtet, dass er dann einfach runterfällt. Ja, und erstmal halt in Richtung Vortagesschluss. Gaps macht der DAO nicht unbedingt zu. Wird ja auch immer gerne behauptet, dass der DAO irgendwie seine Gaps ständig schließt. Das stimmt überhaupt nicht. Wenn man sich mal den Kassa-DAO anguckt, kann ich hier nur leider nicht. Der ist voller Löcher, ja. Und das macht er meistens nicht. Da muss man halt meistens kurz vorher irgendwo raus. Aber wenn es eine Strategie gibt, ja, dann die. Aber nur das hier gefällt mir jetzt nicht, weil er halt eben so knapp unter dem Hoch da eröffnet hat. Und das ist, weiß ich nicht. Da fehlt mir jetzt wirklich leider Gottes der Ansatz. Drüber wäre netter gewesen. Gucken, wie sieht der auf Stunde eigentlich mittlerweile aus? Ja. Nichts. 30 Minuten Kerze sagt auch nicht viel aus. Beziehungsweise gar nichts. Dann ist hier noch eine Frage, kannst ja mal schauen, wie du das einbauen kannst, welche Pivotpunkte du nutzt. Also am liebsten nur die Stundenpivots. Also, ja, also die sind ja hier eingezeichnet, beziehungsweise im Steo Trader. Ja, mal anschalten. Was sind eigentlich? Wo sind sie denn? Oder ist er doch? Genau, also Stundenpivots zum Scalpen halt natürlich in erster Linie. Ja. Also was der DAO zum Beispiel oft macht, das kann man mal beobachten, mit dem R1 und dem S1 kommt er gar nicht klar. Also das heißt, da habe ich ganz sehr, sehr oft, wenn er da halt auf 1 Minute drüber läuft, ja, er muss drüber, er reagiert nicht punktgenau, aber wenn der drüber läuft, sehr oft beobachtet, der schließt eine Kerze drüber, tut dann so, als würde er weiterlaufen und wenn man dann Short geht, hat man meistens einen extrem guten Einstieg, weil der läuft fast nie einfach darüber hinweg. Wirklich fast nie. Und habe ich aber auch jetzt erst, also jetzt nicht irgendwie schon vor Jahren entdeckt, also natürlich mit Vorsicht zu genießen, aber kann man sich mal angucken. Und zum Scalpen halt extrem gut. Und ansonsten die großen Pivots jetzt irgendwie auf Tagesbasis, gut, der hier wäre jetzt nett gewesen, ja. Aber normalerweise reagieren die eigentlich nicht punktgenau, sondern da geht es auch immer erstmal ein Stück drüber. Da wird dann halt so ein Docht drüber gebastelt oder im Minutenchart dann halt eben in Hut und auf einer Stunde steht man dann anschließend drunter. Das hat man dann schon oft. Also wenn man die handelt und aber generell, was Pivots angeht, die werden gerne gehandelt. Man soll dann einfach nur natürlich halt auch gucken, dass man sie halt in Trendrichtung handelt, ja, klar. Also nur weil da ein Pivot ist, heißt das also nicht, dass er irgendwie short oder long gehen muss, sondern das muss ja letzten Endes zum gesamten Bild passen. Also wenn ich einen Support irgendwo habe, der dann zum Beispiel halt wie jetzt hier, wo habe ich den Euro hingetan, wie zum Beispiel dann im Euro, also sowas dann zum Beispiel, das wäre für mich auf jeden Fall ein Grund, long zu gehen, ja, weil der ist hier einfach, der Pivot an der Stelle, der ist nun mal hier vor dem Knick hier einfach, ja. Also vor dieser kleinen Welle, wo es dann halt dann doch massiv nach oben ging. Wenn sowas getestet wird, klar, long, ja. Aber wenn so ein Pivot irgendwo mittendrin liegt, gibt es keinen Grund. Also für mich nicht. Und das wäre so die Art und Weise, wie ich Pivots handle. Wie gesagt, die Stundenpivot ist einfach nur zum Scalpen.
weil die da halt wirklich oft sehr gute Einstiege liefern. So, ich glaube hier irgendwie, bis der da wieder da oben ist, falls er es überhaupt macht, das dauert zu lange. Das scheint wohl nichts mehr zu werden hier mit der 100, was haben wir hier, was war das? 113 und 104. Ja. Das scheint noch ein bisschen auf sich warten zu lassen. Dann habe ich hier jetzt eigentlich auch nichts mehr zu tun. Und den Euro ebenfalls, also der steht hier auf der Stelle, da könnte ich jetzt nochmal den Short aufmachen, aber wie gesagt, hoppla. Gucken, ob das wirklich Sinn macht. Weil es ist halt auch so, also wenn man halt, ich meine, der Euro, das wäre jetzt hier wirklich ja nur eine kleine Bewegung, ein kleiner Skype gewesen für darunter. Wenn man sowas macht, ja, jetzt kann man sich natürlich hier dran festbeißen, kann sagen, ah, oh, ging jetzt irgendwie ein paar Mal, sag mal, das lass dich doch mal skalieren hier, ging jetzt ein paar Mal daneben, das macht aber nichts. Weil letzten Endes, wenn die Idee ja da ist, ja, die Bewegung nach unten zu machen, und natürlich kann der auch mal in die andere Richtung laufen, aber was man eben ganz oft sieht, wenn man den Stop zum Beispiel vernünftig setzt, und die Bewegung wird nachher doch aufgenommen. Das ist ja so der Klassiker, ja, gerade von Anfängern, die dann sagen, ja, genau da, wo ich irgendwie ausgestoppt worden bin, hat er getreten, ging doch wieder runter. Ja, dann geh doch da halt nochmal rein, sage ich doch dann. Weil nur weil der Stop gerissen wird, heißt das ja nicht, dass die Idee generell schlecht war oder falsch war. Die Idee kann trotzdem gut sein. Da muss man mal eben einfach auch den Mut haben und dann da halt auch nochmal reingehen. Und am besten auch nochmal mit der gleichen Position, weil letzten Endes. Wenn der jetzt das hier macht, ja, und ich mache all die Positionen nochmal auf, und dann ist das ganze Ding dann ja auch letzten Endes, endet es ja auch positiv. Und das sieht man sehr oft, also gerade wenn irgendwie Levels überlaufen werden und wenn es zum Beispiel DAX einfach durch, weiß ich nicht, drei, vier Marken oder durch drei, vier Barrieren durchläuft, ja, wenn der aber nachher dreht und kommt zurück zu den Punkten, fällt der meistens auch genau durch die Barrieren nach unten wieder durch. Und von daher ist das nicht schlimm. Solche Sachen dann halt eben dann, beziehungsweise solche Trades auch einfach mehrfach aufzumachen. Und selbst wenn man da irgendwie 5, 6 Mal irgendwie ausgestoppt wird, das macht nichts. Also gerade im Scalping bin ich absolut der Meinung, es ist völlig egal, ja. Ich meine, man ist ja da, man sitzt ja da, man hat ja die Maus im Anschlag, man kann ja jederzeit wieder rein. Ist ja nicht so, dass der Markt da halt einfach wegrennt, ja, für alle Zeiten, sondern es gibt ja keinen Grund. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel im Euro. So, was hat er jetzt gemacht? Der dreht hier schon sehr auf der Stelle. Gut, kam jetzt hier nicht weiter. Das sollte jetzt erstmal ein neues Tief kommen. So, weil hier oben ist ja scheinbar irgendwo der Deckel drauf. Das kann aber trotzdem sein, dass halt einfach noch eine Zeit lang hin und her geht, bis da unten eins kommt. Muss man mal sehen, wenn jetzt einmal darunter schließt, also jetzt hier unter der letzten Aufwärtsbewegung, wenn da irgendwo drunter schließt, dann kann man, würde ich im Rücklauf dann nochmal versuchen, den auch nochmal zu shorten und das halt hier nochmal aufzumachen. Andererseits, wenn er hier oben rausgeht, ist natürlich sinnlos, daran festzuhalten. Aber das hier ist noch nichts, ja. Also auch rein markttechnisch, das ist nichts passiert. Einfach hier ein Tief gemacht, hier ein Fehlausbruch, das war's. Hier geht es nicht mehr weiter, also die Richtung stimmt auf jeden Fall noch nach unten. Das auf jeden Fall. Und deswegen sollte man sich davon nicht allzu sehr beeindrucken lassen. Und ohnehin bin ich halt auch immer ein Freund davon, wenn man es vernünftig handelt, auch im Scalping, lieber irgendwie mit kleinen Positionen starten, deskalieren und so groß wie möglich raus. Hat einfach den Vorteil, dass man halt ganz kleine Loser hat. Und wenn aber so eine Position dann mal läuft und man kriegt die dann auch ausgebaut und dann hat man problemlos mit einem einzigen Trade kann man problemlos 3, 4, 5 Verlierer ja, dann auch in einem Rutsch dann auch entsprechend wieder ausgleichen. Und es ist viel besser, als jetzt irgendwie an einem Punkt mit einer Position und einem Stop da halt zu arbeiten. Mache ich auch schon mal klar. Aber zum Scalpen eigentlich nicht. Zum Scalpen lieber an mehreren Punkten rein und auch einzeln auflösen, auskalieren. Und einskalieren für meine Begriffe wesentlich zielführender. Und der Heiko, der vorhin schon was gesagt hat, macht das genauso. Übrigens, er wird mir da auch sicher recht geben.
weil es halt einfach auch letzten Endes die Trefferquote halt auch einfach steigert, wenn man das auf diese Art und Weise macht. Ganz klar. So, mal gucken, der Euro. Das sieht so langsam ein bisschen unordentlich hier aus. Vielleicht kann man den noch machen, so zum Abschluss. So ist es, Dirk, als Antwort von Heiko Behrendt. Siehst du? Ja. Das ist so. Man darf es natürlich nicht übertreiben, mit auch nicht in puncto verbilligen und so weiter. Man muss schon irgendwo ganz klar seine Grenzen setzen. Sonst steht man am Ende ohne Konto da. Das ist halt auch klar. Das hat wahrscheinlich auch schon jeder schon mal hingekriegt. Das gehört halt dazu. Muss ja nicht gleich 100.000 versenken. Kann ja mal irgendwie eine Nummer kleiner anfangen. Nee. Der ist mir zu sehr seitwärts hier noch. Das bringt so noch nichts. So auf 5 Minuten, 15 Minuten auch, ja. Also. Das ist noch nichts Halbes, nichts Ganzes hier. Versucht es vielleicht nochmal, scheitert vielleicht nochmal. Vielleicht ein neues kleines Hoch, dann wieder runter. Also, da fehlt mir jetzt leider der Ansatz. Alright, okay, war da leider nicht so ergiebig heute. Wie gesagt, außer die Abwärtsbewegung, die war soweit okay. Und würde ich sagen, machen wir hier einen Deckel drauf, oder? Für heute. Da war auch jetzt auch so die Frage, wann wir das nächste Webinar haben mit dir. Das wäre dann der 19. Helpdesk. Ja. Genau, das ist ja auch wieder richtig. Ja, ich hoffe dann halt, dass demnächst dann auch mal die Version 2.0 dann halt auch mal rausgeht. Und sollte nicht mehr allzu lange dauern. Mittlerweile macht das Ganze einen recht stabilen Eindruck. Aber es muss halt eben tatsächlich erstmal den Live-Handel bestehen oder überstehen. Und bevor man das natürlich dann halt entsprechend halt auch selbst als Beta rausgeben kann, wir werden auf jeden Fall eine Testphase machen. Eine Beta-Testphase, das werde ich halt auch in meinem Blog beziehungsweise auf der Seite halt auch noch bekannt geben. Und da kann man natürlich sehr gerne dabei sein. Und wenn dann halt Fehler noch irgendwo sind, und das ist ja der Sinn und Zweck von der Beta-Phase entsprechend, dass man dann halt auch die Sachen dann halt auch gemeinsam findet. Übrigens, der Heiko hat hier einiges an Einfluss gehabt für die neue Version. Das darf ich natürlich auch mal erwähnen. Also solche Geschichten hier zum Beispiel, ja. Dass man halt die Ergebnisse halt sieht für die einzelnen Trades. Oder hier oben die Gestaltung von dem Skype-Terminal, was jetzt neu ist. Und das haben wir so ein bisschen gemeinsam gemacht. Wie gesagt, der Heiko Behrendt ist Skyper und schon ganz lange dabei. Und das Ganze ist ja halt auch im Hinblick eben halt auf kleine Positionen, oder was heißt kleine Positionen, auf kleine Trades, kurze, knappe Trades, sodass man da halt auch noch einen Überblick behält, was hat man dann halt geleistet und was ist wobei rausgekommen. Und halt entsprechend auch hier so sieht man halt einfach, okay, das war der Trade. Und es steht auch überall zum Beispiel Beschreibung halt dabei, ja, so wo bin ich rein, wo bin ich raus, auch Drehungen und so weiter. Und so, dass es halt einfach im Chart schön und sauber dokumentiert ist, was wo an welcher Stelle passiert ist und man das halt wirklich genau zuordnen kann und dann auch nachher für sich schön analysieren kann, was habe ich richtig, was habe ich falsch gemacht und so. Und eben wie gesagt, hier noch so ein paar Geschichten konnte ich jetzt leider gar nichts von zeigen. Hätte ich gerne mal natürlich noch gehabt, den Instant Trail vor allen Dingen. Und aber naja, ist ja nicht das letzte Webinar. Ein paar werden wir auf jeden Fall ja noch machen. Und nutze ich das auch mal als Überleitung und würde sagen, vertagen wir uns an der Stelle bis aufs nächste Mal. Nelson, diesmal hast du das letzte Wort. Diesmal mache Ei. ich die Ei, Verabschiedung. ei, ei. Sehr gut. Nee, weil macht jetzt keinen Sinn, hier weiterzumachen. Also das ist halt einfach da, wo ich rein will. Das ist zu weit entfernt alles. Und dann können wir jetzt hier möglicherweise noch Stunden warten. Aber jetzt hier irgendeine Position aufzumachen, nur um des Traden Willens, macht halt keinen Sinn, finde ich. Also überhaupt nicht. Und ich meine, ich könnte jetzt hier irgendwas aufmachen, könnte jetzt sagen, okay, ich gehe long, setze meinen Stop-Loss da unten hin. Ja, dann können wir uns dann irgendwie nächste Woche angucken, ob das funktioniert hat oder nicht. Und halte ich halt für nicht gut. Also könnte man so machen, muss man aber jetzt auch nicht unbedingt machen. Ja, es wäre sogar noch fachlich in Ordnung,
Ja, weil wir halt hier nun mal halt da unten nichts verletzt haben, wäre es fachlich völlig okay. Aber ist ja auch nicht der Sinn und Zweck jetzt hier von so einer Veranstaltung. Deswegen an der Stelle würde ich dann halt einen Break machen. Bedanke mich dafür, dass ihr so zahlreich dabei gewesen seid und auch bis zum Schluss durchgehalten habt. Bedanke mich natürlich bei FX Flat und beim Nelson für seine Geduld immer mit mir. Obwohl heute konnte ich mich ja selbstständig sogar auch schon mal anmelden. Es hat ja Stimmt es passieren allerdings. also Ja, Fortschritte. keine E-Mail gekriegt. Ja, und sag einfach mal an der Stelle Dankeschön nochmal und wünsche schon mal ein schönes Wochenende. Und Nelson hat aber das letzte Wort. Bis Ja, dann. vielen Dank, Dirk, einmal für das letzte Wort und für das Webinar. Ja, so wie auch die Feedbacks hier reinkommen, nichtsdestotrotz wirklich auch mal wieder interessant. Und du hast mir uns auch einen guten Einblick wieder gegeben. Und ja, interessant ist aber auch, sehe ich gerade, dass der DAX fast wieder die Bewegung vorhin wieder, ja, wieder negiert. Mal schauen, wie das gleich weitergeht. Ansonsten vielen Dank an die Teilnehmer für das Interesse und ja, fürs Dabeisein. Wünsche allen ein schönes Wochenende. Wie immer passen Sie auf Ihre Position auf. Nächstes Webinar, wie gesagt, 19.03., ein Montag, Helpdesk. Würde mich freuen, wenn Sie da auch wieder dabei sind. Und ja, bis dahin, schöne Grüße. Bis dann. Tschüss zusammen.